Wir auch schon wieder zu Let's Play Freedom Fighters. Ich bin Otto84 von den Gaming Pros AD und ja, wir sind gerade hier in der Rebellenbasis auf Governor's Island und sind gerade dabei, den letzten Part vom Spiel zu erledigen. Wir haben im letzten Part das Munitionslager eingenommen und auch die Artillerie und sind jetzt dabei, die Docks zu erobern. Die Roten setzen von hier aus Truppen ein. Wir müssen ihre Helikopter stoppen. Zerstöre also den Landeplatz, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Wird gemacht, Chef. Was ist denn das für ein Dreck? Ich krieg bloß 50 Schuss. Ist ja ganz schön fair, Alter. Beobachtet den Feind. Ja. Durchforstet die Gegend. Na, geht mit dem gelöst. Eierschuss. Gib Doppelpunkte. Neu gruppieren, ihr habt mich gehört. Direkt hinter dir. Sucht unsere Randstärke. Dies ist für euch sicher. Wir haben Gesellschaft. Wir sind überall um uns herum. Bitte, ich kann helfen. Das wird gut. Da hätten wir das jetzt auch. Neu gruppieren, ja. Alle Mann. Verstanden. Verpasst Ihnen eine Dessin. Ich werde hier warten. So, dann haben wir jetzt unsere 12 Charisma Slots endlich voll. Das heißt, nach dieser Mission steht uns nächste Weg, die letzte, also Fort Jay, zu erreichen. Rückzug, los doch! Bist du mal hier? So, dann legen wir das C4 und gehen dann mal gleich mal straight ahead zum Generator. Bam! Hierher zurück! Abzug, wir alle! Was für ein Weg? Ich finde das immer so belustigend, wie sie rumfliegen. Verteidigt diese Stellung hier. Richtig. Ich werde mir Deckung. So, noch schön für die Munition für das Krieg gefunden. Und ja, dann hüsten wir mal zum vorletzten Mal die Flagge der Vereinten Nationen von Amerika. Mach mehr Munition. Ja. Andere Zone. Und jetzt kommen wir zur an sich letzten Mission von Freedom Fighters, und zwar ist die Eröffnung von Fort Jay. Übernimm den sowjetischen Stützpunkt.
Du wirst jede unserer vier Flaggen hissen müssen, um unseren vollständigen Sieg zu signalisieren. Und die Soldaten dahin zurückzuschicken, wo sie herkamen. Jo. Aber wir tun auch noch Isabella, Angel, irgendwas befreien. Hier gibt's Medipacks. Und wir haben volle 12 Mann. Schafft. Und ja, die lassen wir einfach jetzt mal vorrennen. Mal sehen, wie viele Sterne. Gut, okay. Eliminiert, zielt auf ihr, schnappt sie euch. Berichtet über, verteidigt diese Stellung hier. Ah, wo kommt ihr her? Einfach zu schießen, mein. Ja, ist verletzt. Ich sehe keiner da. Schnell, 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 schnell. Das wird die Schmerzen lindern. Abzug, vorwärts, Tempo. Oh. Schön auf den Knie geholt. Verteidigt diese Stellung hier. Ja, mal das gleiche. Ja. Neu gruppieren, Truppe. Und dann gehen wir schon mal ins andere von vor. Dauerfeuer, Abenteuer. Oh, 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 oh. Dauerfeuer, Abenteuer. Oh, oh, oh. Oh. ja. Hololoi. Ja, da lang und dann ja die Flagge und dann Isabella. Angelina. Und das auch schon. Gut gemacht, Chris. Und jetzt hisse diese vier wunderschönen Flaggen im Namen der Freiheit. Noch nicht mal ein Begrüßungskuss. Na, wisst ihr, was die mit der für perverse Spielchen hier getrieben haben? Ich stelle es mir lieber nicht vor. Also müssen wir es mal probieren. Dann schwören nur 30 Schuss für uns beim Gehen nur noch. Dann. Rückzug, kommt schon! Hey,
Brigada! Da runter. Und so. So, dann splitten wir mal unser Team. Dass sie gleich auf die andere Seite säubern. So, 2 von 4 hätten wir schon mal. Yeah! Wie so ein räudiger Hund folgt ihr uns. Verteidigt diese Stellung hier. Und damit wären wir auch schon gleich am Ende dieser Mission. So. Ich will hoffen, dass die paar Minuten, die uns noch bleiben, reichen für das Abschiedsvideo. Chris, ich hab dich schon überall gesucht. Was ist los? Warum feierst du nicht mit mir und den ganzen anderen? Was gibt's schon zu feiern? Die werden zurückkommen mit größeren Kanonen und mehr Soldaten. Ich weiß, was du meinst, aber du hast aus Überzeugung gekämpft. Gekämpft für die Freiheit und gesiegt, Chris. Wir haben gesiegt. Trotzdem, heute Morgen wachen die Kinder in den Trümmern von New York auf. Und ich bin schuld. Nein, bist du nicht. Das ist unser Land. Du hast uns erinnert, was an ihm so toll ist. Es ist schwer zu definieren, aber wenn es einmal nicht mehr da ist, dann weißt du genau, was es heißt. Es heißt verlieren. Und ich will dich nicht verlieren. Du gehst jetzt besser. Das klingt fast so, als würdest du deine Meinung ändern. Und deshalb solltest du gehen. Ihr verpasst noch die Party! Nanu, störe ich euch vielleicht? Hey, wenn ihr jetzt knutschen und Liebesbriefe in den Sand schreiben wollt, während ich auf das Kind aufpasse, habt ihr euch geschnitten? Nö, ich wollte nur... Ach Mann. Und ich soll dann am Ende allein dastehen wie ein Idiot. Nix da! Ich meine, ich bin wie die anderen auch. Ich habe auch Träume. Ich will dasselbe wie alle anderen. Das heißt, naja, vergiss es. Es gibt wohl irgendwo für jeden Topfendeckel. Manchmal verliert man eben nur alles andere während der Suche danach. Und ja, das war Freedom Fighters. Ich zeige euch in dem letzten Part noch das versteckte Level. Aber das muss ich erst freischalten. Aber das zeichne ich nicht auf, weil das wäre viel zu langwierig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, denn wir sind am Ende. Das war mein erstes Projekt. Kritiken, Wünsche oder sonstiges könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben oder per Privatnachricht an den Channel. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr guckt mal bei uns anderen Projekten mit rein. Und das war's von der Seite aus. Ich bin Otto84 und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut da rein, Leute!